Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Sea. Unter Wasser zusammen mit Chili Willy und Radinski, die da hinten am Start sind. Und heute tatsächlich auch mal ohne Lex. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was umgebaut und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, das passt zu dem Style von unserer Base, wenn wir die in die Richtung bewegen wollen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. War natürlich absolut meine Idee und nicht die von Paradox Perfection. Aber, tada, wir haben ein paar Blätter gebaut. Findet ihr es nicht auch wunderbar? Ich bin wirklich zufrieden damit. Es sieht cool aus. Man kann es auf jeden Fall als Style für die Base fahren. Da wird das hier alles so ein bisschen eingewuchert. Unter Wasser hier sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und es passt damit dazu. Vor allem, wenn wir dann irgendwie hier noch eine Kabelkanäle später machen, dann könnte das sehr nice werden. Und mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, dass wir nicht genug Energie haben. Ich habe mich nämlich total vertan. Der Generator, den wir hinten haben, der diese Generator, der produziert nicht pro Port, also pro diesem Ding hier 4000 F, sondern er produziert einfach insgesamt 4000 F. Und deswegen war es total useless, dass wir uns mehrere Dimensional Transceiver gebaut haben. Weil alle trotzdem nur die gleichen 4000 F haben, aber sich das eben teilen. Das heißt auch, dass wir jetzt unseren Voidominer gerade nicht mehr laufen lassen. Also der ist zurzeit nicht an, sondern aus. Weil der zu viel Energie gebraucht hat, dass diese Anlage hier drüben wieder nicht funktioniert hat. Und das macht Heiko sehr traurig. Deswegen bauen wir jetzt heute wieder ein bisschen was an einer neuen Energieversorgung. Und zwar unter anderem Solar-Dinger sowie unseren Reaktor. Wir haben ein ganz, ganz, ganz klein bisschen was an Yellorium bekommen. Wenn wir gucken, wir haben 22 Erz. Ich denke mal, das sind die neuen, die wir dazu bekommen haben. Mit denen wäre es natürlich super cool, wenn wir die automatisch in den Reaktor leiten lassen. Der Reaktor muss ja wirklich nicht viel Energie produzieren. Ich meine, wie viel produziert unser jetziger? Ich glaube, 4500 hat er gemacht. Aber natürlich way too much. So, und das werden wir niemals brauchen. Deswegen, Nummer 1, bauen wir uns einen Redstone-Port, beziehungsweise zwei Stück davon, diese Dinger hier. Mit denen können wir den Reaktor praktisch steuern, sodass er nur Energie produziert, wenn wir auch wirklich Energie brauchen. Und da brauchen wir viel, 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 viel weniger Yellorium. Und wir können das ganze Zeug benutzen, um währenddessen nach Yellorium zu suchen. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht ganz sicher, ob es hier... Okay, es gibt die Crystal Laser Lens. Ah nein, das ist die normale. Wait, Clear Crystal. Ah, okay. Ob wir die benutzen sollen, weiß ich nicht. Weil normalerweise würde ich für Yellorium eben, für das Erz davon, eine Yellow Laser Lens benutzen, damit wir eine höhere Chance darauf haben. Aber es ist halt ein bisschen schwierig. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir bauen uns jetzt zuerst mal die beiden Reactor Ports. Und wir können auch mal die ganzen anderen Sachen von Applied Logistics eigentlich wieder wegmachen. Oh, aber die Cores lassen wir da. Die Cores müssen da bleiben. Formation und Annihilation. Die wichtigsten Crafting-Rezepte hier drin. Und dann brauchen wir Gold, Redstone und Reactor Casing. Da machen wir Baboom. Tada, there we go. Zwei Reactor Redstone Ports. Die wollen wir jetzt irgendwo anschließen. Eigentlich von mir aus hier hinten. Obwohl, irgendwie ist egal, wo wir... Nee, wir machen sie einfach mal hinten hin. So, Glas kommt hier drüben weg. Das soll bitte nicht rausfließen. Das ist nicht ganz so gut. Nein. Ah, das ist auch nicht ganz so gut. Der muss nämlich hier hin. Oh, shit. Jetzt müssen wir ewig warten, bis wir das ganze Zeug hier drüben verbraucht haben, damit wir Chelikrytium herstellen können. Och, Mann, oh, egal, dann bleibt der eine jetzt hier. Erstmal ein bisschen ungekühlt, machen wir den Hasen wieder zu und jetzt haben wir hier unsere Redstone-Settings. Dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Redstone-Dust. Wir könnten auch Redstone-Conduits nehmen, aber ist eigentlich egal. Und dann stellen wir drüben einfach ein, wenn wir über 80% von unserer internen Batterie von diesem Reaktor sind. Also, wait, ist der noch nicht zu? Chelikrytium is not valid for Reactor Exterior. Bitte was? Oh! Ich glaube, ich habe hier... Ah! Das erklärt natürlich, warum ich gerade drei Buckets gebraucht habe. So, there we go. Okay, jetzt sollte das Ganze funktionieren. Das heißt, wenn unsere interne Batterie hier praktisch über 80% ist, dann stellen wir drüben unsere Rod Insertion auf 100%, also so, Commit. Und das heißt für uns jetzt, dass all diese Rods hier drin, diese Control Rods, auf 100% geschoben sind und dadurch macht der Reaktor einfach gar nichts. Das heißt, auch wenn wir ihn jetzt anmachen würden, zack, dann produziert er absolut gar keine Energie, weil praktisch die Sachen nicht mit interagieren können. Aber sobald wir Energie verbrauchen und hier unter 80% fallen, geht der Reaktor wieder an. Also die Stäbe fahren wieder hoch, er fängt wieder an Energie zu produzieren und das eben so lange, bis er den Speicher wieder ein bisschen füllt und dann geht er wieder leer und geht wieder an und geht wieder leer und geht wieder an. Eigentlich kann man mit der Value hier ein bisschen spielen. Das ist eigentlich immer nur so ein Puffer, den man haben möchte. 80% ist vielleicht sogar viel zu viel für das, was wir jetzt hier gerade brauchen, aber sollte trotzdem funktionieren. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal die beiden Dimensional Transceiver, die wir sonst noch da aufgebaut haben. Es bleibt nicht alles beim Alten. Die Frequenz habe ich nur umgestellt. Das heißt, er bekommt immer noch Energie. Das andere Ding bekommt immer noch Energie. Aber wir können jetzt einen neuen Dimensional Transceiver aufstellen. Und zwar hier. Und den nennen wir jetzt nicht irgendwie so, sondern den nennen wir jetzt einfach mal Reactor.
Zack, der soll senden und jetzt gehen wir hier unten zu unserem Voider Miner und geben ihm die neue Frequenz, Reaktor, zack, hoch, receive natürlich, nicht send. Und dann darf er auch wieder always active sein. Das heißt, instant hier drüben voll. Wir sollten auch sehen, dass unsere, wo bin ich, Hilfe? Dass unsere Batterie hier drüben jetzt leer geht, jawohl. Und ihr seht, wir sind jetzt gerade auf 70%. Wie viel? 87. Es geht langsam, aber sicher leer hier drüben. Und wir könnten, by the way, mal unser restliches Silorium, das wir noch haben, direkt mal hier drüben wieder reinwerfen. So, dann ist hier alles gefüllt. Und ihr seht, sobald wir hier jetzt auf unter 81% fallen, geht der Reaktor wieder an oder geht sofort wieder aus. Und er geht wieder an und er geht wieder aus, er geht wieder an, er geht wieder aus. Und so haben wir immer so eine kleine Balance, weil wir jetzt natürlich nur ganz, ganz, ganz kurz unsere 0,9 Millibuckets hier drüben verbrauchen. Und dann brauchen wir wieder nichts. Aber der Reaktor produziert immer noch Energie. Und zwar ist so viel, also eigentlich mehr als genug, was wir normalerweise brauchen. Wie schon gesagt, wir könnten das hier noch ein bisschen höher stellen oder niedriger, je nachdem, wie wir das eigentlich haben wollen mit unserem Reaktor. Und wird der Reaktor noch viel mehr Energie produzieren, also wäre er größer, dann wird sich das noch mehr lohnen, weil er natürlich im Nachhinein, er braucht keine Energie mehr oder er braucht kein Fuel mehr, so gesehen gerade. Aber er produziert natürlich immer noch eine ganze Menge an Energie, bis wir das Ganze dann wieder leer gemacht haben. Und unser Voider Miner kann fröhlich vor sich hin daddeln und hier für uns Geld und, okay, Geld produziert er nicht, aber Erze. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen besser zu machen, könnten wir sogar unser Yellorium automatisch mit einem Pulverizer und mit einem Redstone Furnace verarbeiten. Da brauchen wir natürlich nur die ein oder andere Sache nochmal ganz kurz mit dazu. Und dann haben wir hier Nummer 1 den Pulverizer. Und, oh, wir brauchen noch einen Furnace und einen Areteum Dust, den wir mittlerweile zum Glück autocraften können. Dann haben wir hier auch den Redstone Furnace. There we go. Und jetzt müssen wir unseren Reaktor nur noch mal ein ganz klein bisschen umbauen, sodass wir beispielsweise den Pulverizer direkt hier haben mit einem Input hier und einem Output nach oben. Dann haben wir unseren Redstone Furnace direkt da drüber und der hat einen Input hier und dann Output hinten. Dann machen wir ganz kurz das Reaktorzeug hier drüben wieder weg und machen das einmal hier rein und einmal hinter die Maschine. Wir haben bei dem Pulverizer keinen Secondary Output, deswegen ist das egal, welche Slots wir rübergeben. Und dann sagen wir ihm jetzt noch bei Items, oder wir können generell schon mal die Config einstellen, dass er hier praktisch pushen soll, also Items hier reindrücken. Dann machen wir hier drüben einen neuen Ding-Stack mit Yellorium. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob ich hier einen Filter einstellen kann. Ich glaube nicht, ne? Ah. Okay, dann machen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir bauen uns einfach mal einen Export-Bus zusammen mit ein paar ME-Kabeln. Und dann machen wir das Ganze hier oben hin und lassen hier einfach Yellorium-Ohr exportieren. Einfach in diesen Yellorium-Channel hier drüben rein. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder hier reinlegen, dann sollte das auch hier drin landen. Perfekt. Und dementsprechend landet es dann auch in dem hier und dementsprechend dann in dem Pulverizer. Okay, sehr cool. Soweit, so gut. Der soll natürlich auch noch Energie bekommen. Die hat er einfach mal hier mit am Start. Die gibt er dann direkt weiter. Dann kaufen wir uns ganz kurz ein paar Conduits, machen die noch hier oben dran. Dann hat die Maschine auch schon mal Energie. Und jetzt sollten wir eigentlich sehen, dass wir komplett automatisch, ich meine, auch wenn der hier gerade noch komplett voll ist, dass wir dann unser Yellorium Ingot in den Port praktisch hier hinten dran reinlegen. Das sehen wir jetzt natürlich nicht, aber wir sehen ja, dass es hier drin praktisch verschwindet. Das heißt, es geht irgendwo hin und es geht natürlich hier in den Reaktor, sodass der dann später direkt was Neues damit machen kann. Und dann haben wir eine komplett vollautomatische und selbstversorgende Anlage. Im besten Fall natürlich. Warum haben wir keine Energie mehr? Oh, klar, weil der Reaktor offline gegangen ist. Ah, shit. Den hätten wir vielleicht auch wieder anmachen sollen, als ich ihn kaputt gemacht habe. Ja, aber ansonsten haben wir praktisch das Ding hier jetzt komplett am Start. Und jetzt können wir uns natürlich noch eine Yellow Laser Lens nehmen. Also das Teil hier drüben. Die wir uns gar nicht kaufen können, die müssen wir traden. Environmental Boy. Wir wollen die Yellow Laser Lens. Da haben wir sie. Gehen wir runter und machen ganz kurz den Kollegen hier kaputt. Setzen dafür den Kollegen hier drüben dran. Dann sollte er das gleich wieder, jawohl, aktualisieren. Und jetzt ist das Ganze wieder good to go. Hier können wir übrigens Items, obwohl, ist egal, der nimmt eh nichts an, ne? Ja. Aber jetzt bekommen wir einfach ein bisschen mehr Yellorium-Ohr als die anderen Sachen. Einfach 6% war ja, glaube ich, die Chance dafür. Und dann sollten wir hier, glaube ich, alles so komplett self-sustaining haben. Wir kriegen das Erze drüben rein, der füllt das automatisch nach. Theoretisch müssten wir hier noch Cyanid rausnehmen. Das könnte später ein kleines Problem werden. Aber das wird so lange dauern, bis hier Cyanid voll ist. Deswegen eigentlich vollkommen egal. Ich meine, wir können zur Sicherheit einfach mal eine Chest hinstellen. Machen wir Eject Outlet Mode an, Kiste davor und dann sind wir good to go. Warum sieht die so komisch aus? Sehr cool. Das war aber natürlich noch nicht alles, sondern ich würde natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne in die Richtung Solar Controller hier drüben gehen. Es wird bei der Quest auch selber mit dazu gesagt, dass diese Quest hier später sehr viel besser sein wird, also was die Energie angeht. Es wird einfach besser sein als unser Dieselgenerator und Steam Turbine kombiniert. Oder zusammengezählt, deswegen, es kann nicht schaden, das einfach mal zu machen. Wir haben Litharite und Lapis und dann brauchen wir irgendeine Solar Cell.
Die bekommen wir scheinbar auch von dem Merchant. Gucken wir ganz kurz nach, ob der uns hier so eine Solar Cell verkauft. Und wenn ja, was sie kostet. Hier, eine Litherid Solar Cell. Kaufen uns mal eine davon. Ich denke mal, die alleine kann noch nicht so viel. Ist natürlich nur ein Crafting-Ding. Denn wir wollen den Solar Array Controller. Und dafür brauchen wir jetzt noch Lapis sehr viel. Oh, 69. Außerdem brauchen wir noch Litherid. Das haben wir mittlerweile auch zu Genüge, dank unseren Farming-Angelegenheiten da unten. Wie craften wir das zusammen? Ah, wirklich ein 9x9-Block? Oh, okay. Mit zu Genüge habe ich dann wohl ein bisschen gechoked. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr als das, was wir gerade haben. So, da sind die Blöcke. Dann können wir das zusammen craften. Jawolski. Und dann kriegen wir hier unser Solar Array Controller Tier 1. Dafür kriegen wir 16 Diamanten. Sehr großzügig. Auf jeden Fall eine Sache, die ich brauchen werde. Das Solarpell können wir wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, nicht unter Wasser bauen. Deswegen müssen wir das irgendwo hier oben aufstellen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wo. Ob wir dafür einfach eine neue Insel machen. Irgendwie, ich meine, das Dach wäre jetzt auch nicht so cool. Nee, ich glaube, da machen wir einfach wirklich in die Richtung oder so irgendwo eine neue Insel, wo wir das hinbauen können. Weil das größte Solarpell ist wirklich riesig. Aber jetzt bräuchten wir erstmal wieder 24 Structure Frames Tier 1. Dafür wollen wir Interconnect, Electric Steel, noch mehr Lapis. Ich meine, das Gute ist natürlich auch, wir kriegen sehr viel Ohr durch unseren Void Ore Miner. Das müssen wir, by the way, auch unbedingt automatisch verarbeiten lassen. Gerade wenn der jetzt ein bisschen länger läuft. Eisen wird auf jeden Fall schon ein ganz klein bisschen mehr, aber in der Zukunft müssen wir uns dann mal um eine automatische Anlage kümmern. Ich meine, sowas wie das hier reicht ja vollkommen. Ich glaube, eher zur Fünffachung oder so haben wir eh nicht. Wir haben jetzt so das kleine Problem, dass ich diesen Solar Controller nicht mehr hinbekomme. Ich habe den gerade aus Versehen nicht hingesetzt, aber er möchte einfach nicht wieder weg. Okay, WTF, was macht der hier? Ich glaube, wir haben jetzt einfach für immer einen Solar Controller hier stehen. Ah, jetzt, okay. Davor konnte ich den mit dem Assembler aus irgendeinem Grund nicht abbauen, aber jetzt ist er weg. Okay, machen wir uns noch ein bisschen was an Electrical Steel und dann haben wir, glaube ich, gleich die ganzen Sachen so gut es geht zusammen. Ich denke mal, XP wird nicht mehr so lange reichen, aber für das hoffentlich. Dann werde ich dann immer noch einen riesigen Tank auf der anderen Seite stehen. Jetzt geht da irgendwas kaputt. Eine Lens, aber zum Glück haben wir noch eine mit am Start. Vielleicht sollten wir die auch mal verzaubern. Ich glaube, das wäre so gut normalerweise. Okay, das wird auf jeden Fall nicht mehr reichen. Zack. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Electric Steel. Baboom! Und da sind sie, 24 Structure Frame Tier 1. Vielen Dank für die 16 Emerald, mein Lieber. Kuss geht auf jeden Fall raus. Ich habe leider vergessen, die Litherid-Kristalle hier drüben abzuholen. Vielleicht können wir die nochmal neu machen. Jetzt brauchen wir noch 9 Litherid Solar Cells. Und das waren die Dinge, die wir uns bei ihm gekauft haben oder kaufen mussten gerade. There we go. Okay, davon brauchen wir 9 Stück, weil das erste Panel, das wir haben, ist praktisch nochmal 9. 3x3 in der Mitte und dann noch die Struktur außenrum. So, dann haben wir die hier. Graphical Power Monitor. Oh, und hier steht das auch mit dabei. High-tier controllers are more efficient, so full litherid cells on a tier 1 array only produce 549 RF, but full litherid cells on tier 6 produce 332.000 Full Atelium Cells und Tier 6 1,8 Millionen. WTF, was ist das denn? Okay, das ist super busted. Aber okay, claimen wir das ganze Ding mal. Und hier gibt es noch Modifier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Modifier tatsächlich brauchen für das Ding hier drüben. Die machen wir uns mit Interconnect, Electrical Steel und noch mehr Ding, also noch mehr Electrical Steel bauen. Das Coole ist, es gibt zwei verschiedene Modifier, die wirklich, wirklich worth it sind. Und einer davon, okay, das funktioniert schon mal. Was habe ich denn mit meinem ganzen, ach so, ich habe den Quatsch schon hier drüben gemacht. Einer davon ist, dass das Solarpanel auch bei Nachtenergie erzeugt und der andere, dass das Solarpanel bei Regen erzeugt. Und ich glaube, das sind sogar die, die wir hier haben. Der Piezo-Modifier, das ist, glaube ich, der bei Regen. Oder vielleicht sind wir sogar kombiniert. Also das ist halt super, super gut. Ich weiß aber auch nicht, das müssten wir unbedingt noch gucken, ob es eine Art, wie soll man sagen, ob es irgendwas gibt, mit dem wir die Tag-Nacht-Zeit ändern können. Also, dass wir einfach sagen können, keine Ahnung, hier hast du ein bisschen Energie und dafür machst du jetzt immer automatisch Tag für uns. Das wäre super, super cool. Wenn ihr irgendwas kennt, dass das kann, Cyclic kann das vielleicht. Oh mein Gott, bei Cyclic könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es davon was gibt. Da haben wir unsere Modifier. Die sind für jetzt eigentlich nochmal komplett useless, weil wir eigentlich richtige Modifier brauchen. Steht auch hier mit dabei. Die neuen Modifier kann man sich craften, aber die besseren muss man sich leider kaufen. Grains of Infinity kriegen wir dafür. Und der bessere ist natürlich der Piezo Modifier. Dafür brauchen wir 100 Gil. Achso, okay. Ich meine, 100 Gil haben wir direkt mit am Start. Das ist, als würden wir uns das hier direkt kaufen. Ist ziemlich cool. Genau, und das sind praktisch die Modifier, dass unser Solarpanel auch ein bisschen was, natürlich nicht alles, aber ein bisschen was an Energie erzeugt, während es regnet. Deswegen holen wir uns die hier mal ganz kurz ab. Ich weiß nicht, wie viele Modifier-Slots das Solarpanel wirklich hat, wenn wir das Ganze richtig bauen können. Aber wir können uns jetzt hier einfach nochmal ganz kurz 2 kaufen.
Obwohl, normalerweise gibt er uns die zwei schon aus dem Grund, oder? Egal. Hier haben wir nochmal Piezo-Modifier und jetzt können wir drüben hochgehen. Wie gesagt, ich glaube, ich würde das Solarpanel in die Richtung hier irgendwie bauen. Wäre natürlich aber auch ganz gut, wenn wir da schon mal, wie gesagt, ein bisschen vordenken würden und das gleich so groß bauen, wie es am Ende sein wird. Das heißt, Solar Array, das höchste, was wir bauen können, ist 16, Tier 6. Und das ist 15 mal 2 mal 15 Blöcke groß. Da brauchen wir auf 169 von diesen Zellen. Crazy. Okay, das Problem an der Sache ist natürlich nur, es wird absolut nicht symmetrisch, wenn wir das irgendwie hier hinbauen. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, wie wir das am besten lösen, wie wir das am coolsten machen könnten. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es überhaupt irgendeine coole Lösung dafür gibt. Es ist sehr cool, dass wir hier oben unser ganzes System praktisch benutzen können. Das gefällt mir sehr gut. Aber wenn wir jetzt hier einfach zwei Blöcke rausgehen, das wird halt schon sehr, sehr groß und asymmetrisch, ne? Okay, andere Idee. Ich glaube, wir bauen das Solarpanel einfach ein bisschen unabhängiger von der Struktur, die wir hier eh gerade schon haben. Vielleicht sogar ein bisschen höher noch. Obwohl, ich glaube, es könnte auch ganz cool aussehen, wenn das einfach nur im Wasser so ein bisschen vor sich hin tüdelt. Sagen wir einfach mal so. Also die kommen wieder weg. Tada! So soll das Ganze dann später aussehen. Jetzt brauchen wir halt theoretisch erstmal ein ganz kleines Mini-Solarpanel. Ich hoffe mal, das sieht nicht super krass verloren aus, wenn wir das hier gleich reinbauen, aber wahrscheinlich schon. Ich glaube, da bleibt uns auch nicht viel anderes übrig. Perfekt. Und genau jetzt, wo ich mein Solarpanel aufbauen will, fängt es auch noch an zu regnen. Ich liebe es. Wir gehen jetzt einen Block weiter hier drunter und dann können wir hier schon mal ein bisschen was freimachen. Denn darauf kommt jetzt unser Solar Array Controller. Und jetzt können wir den einfach wieder rechtsklicken. Oder auch nicht. Braucht er das wirklich trockengelegt? Aber ein bisschen pingelig. So, wie sieht es jetzt aus? Ja, Wolski, jetzt hat er schon ein bisschen mehr los. Gehen wir ganz kurz hier drunter. Und er sollte, glaube ich, fertig damit sein. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Er hat aber gar keine Modifier jetzt verbaut, ne? Ah, man. Und er ist auch gar nicht richtig gebaut. Oh, wait. Müssen die Modifier vielleicht hier... Ah, ich glaube, die mussten irgendwo außenrum um das Solarpanel. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal trockenlegen. Stimmt. Das war alles unten drunter nochmal mit dem Modifier an. Es ist einfach so satisfying, wenn das Wasser auf einen prätschelt. Okay, vielleicht nicht, wenn man im Wasser steht. Aber jawohl, okay, genau. Da müssen wir zum Modifier hin und jetzt sollten wir das Ganze auch richtig haben. Assemble True. Jetzt erzeugen wir hier gerade fast 400 FE pro Tick. Und ihr müsst euch überlegen, das ist gerade bei Regen. Und das reicht eigentlich schon fast aus, um unseren Beutelminer komplett zu betreiben. Das heißt, wir können ihn jetzt einfach wieder hier hinsetzen. Zack. Geben ihm irgendeine Energie. Nehmen wir einfach mal Reaktor. Auch wenn das nicht unbedingt Reaktor ist, aber ich will jetzt nicht so viele verschiedene Sachen haben. Und dann könnten wir eigentlich, wie gesagt, das Ding schon fast komplett benutzen, um unseren Boilerminer laufen zu lassen. Problem ist halt nur, dass wir jetzt nicht so gut schlafen können. Aber rein theoretisch sollten wir jetzt auch hier sehr viel weniger Energie gerade verbrauchen. Und ja, das sieht sogar so aus, als würden wir gar keine Energie drin verbrauchen. Aber das Solarpanel kann doch nicht komplett alleine unseren Ding hier versorgen, oder? Unser Boilerminer baut normalerweise 660 FE pro Tick. Und wir produzieren mit ihm hier 389. Warum braucht unser Reaktor dann gerade keine Energie mehr? Jetzt macht er wieder ein bisschen was. Okay, war vielleicht gerade entweder ein Anzeigefehler oder ein sehr, sehr komischer Bug. Aber jetzt aber das Ganze abgeschlossen. Das heißt, das Teil kann jetzt die ganze Zeit für uns laufen. Theoretisch brauchen wir dann jetzt nicht mal mehr eine Yellow Lens, weil ich denke mal, wenn es Tag ist und wenn es dann auch ja nicht mehr regnet, dann sollte unser Solarpanel absolut genug produzieren. Dann das hier oben schon mit dabei. Ein Tier 1 mit Litharit-Zellen produziert 500. Okay, 550. Noch nicht ganz genug, aber auf jeden Fall schon ein bisschen was. Nice, und das können wir dann auf jeden Fall auch bald wieder upgraden. Das heißt, Tier 2 steht da schon in den Startlöchern. Dafür brauchen wir natürlich nur dann Erodium und wir brauchen Erodium Bricks. Und dafür muss unser Voidominer noch ein bisschen länger laufen. Denn wir brauchen ja diese Crystals hier, diese Erodium Crystals. Die kriegen wir eigentlich mit einer Crystal Lens ein bisschen besser. Vielleicht sollten wir dann wirklich dazu wechseln. Aber für jetzt lassen wir den einfach mal ein bisschen laufen. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Energie-Setup. Also nicht unbedingt neu, aber als Unterstützung zu dem alten ist das schon mal sehr, sehr gut. Vor allem, weil jetzt praktisch das alte Energie-Setup so ein bisschen entlastet ist. Wir können alle Sachen gleichzeitig laufen lassen. Wir haben ein bisschen Deko in unserer Base. Und wir haben eine neue Folge in den Startlöchern für morgen um 16 Uhr. Also schaltet da super gerne wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns morgen, wie gesagt, um 16 Uhr wieder. Bis dann. Peace.